Erster Weihnachtsfeiertag und zweite Rauhnacht, die uns bevorsteht. Heute haben wir eine Menge erst einmal vorzustellen jetzt. Herzlich willkommen am ersten Weihnachtsfeiertag nach deiner ersten heiligen Rauhnacht und vor unserer zweiten Rauhnacht heute Nacht. Hast du etwas geträumt in deiner ersten Nacht? Dann schreib es bitte in dein Traumtagebuch. Das war dann diese erste Nacht, auf die wir rückblicken. Das war dann dem Januar zugeordnet. Und jetzt die kommende Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag wird dann folgerichtig dem Februar zugeordnet sein. Achte bitte auf alle Synchronizitäten. Seit gestern Nacht, 0 Uhr, sind die Pforten zur Anderswelt offen. Das bedeutet, es verstrickt sich nun alles ein wenig ineinander, miteinander. Die Welten verschmelzen und das bedeutet auch, dass nichts mehr einfach bedeutungslos ist, sondern dass alles Bedeutungen hat. Das sind die Tätigkeiten, die du machst, Missgeschicke vielleicht. Worte, die andere an dich richten und die irgendwie in dir etwas auslösen, können das sein. Es können insbesondere die Geschenke sein, die du gestern bekommen hast und heute vielleicht bekommst, wenn du in geselliger Runde bist, was die Menschen in dir auslösen. Schreibe all diese Dinge auf. Für den heutigen Tag habe ich hier den Ofen gewählt. Wo hätte es gemütlicher sein können in vorvorderer Zeit als am Ofen, dem Mittelpunkt des Hauses, gerade jetzt in diesen Tagen, wenn es draußen eisig kalt war, die Natur karg, selbst die Tage dunkel. Die Menschen früher, die am Waldrand oder in kleinen Dörfern, in einfachen Holzhäusern wohnten, unter deren Dächern man den Sturm heulen und die Balken ächzen hörte, waren sehr nah dran, um zuweilen schaurigen Getöse der Winternächte. Sie hofften mit kärglichen Vorräten und einer Feuerstelle, die auch etwas Licht gab, etwas zu wenig, weil ich die Buchstaben sehr schwer lese, den eisigen Winter zu überdauern. Immer wieder aber fanden sie sich zusätzlich vom umherziehenden Räucherbanden oder Heeren bedroht, die brandschatzten, mordeten und plünderten. Eine tatsächlich extrem raue Zeit, vor allem im Winter, wo man in den Häusern gewissermaßen festsaß. Guck, die damals auch schon. Und siehe, sie haben etwas Positives daraus gemacht. Sie waren gelockdownt. Sie saßen fest. Die Menschen entwickelten eine Vielzahl an Bräuchen, um diese Zeit schadlos zu überstehen. Und ihr mit etwas Glück vielleicht sogar ihren ganz eigentümlichen Segen abzugewinnen. Passt das nicht toll auf uns momentan? Ja, ich meine schon, deswegen habe ich diese Textstelle ausgesucht, weil es so gut passt. Damals waren die Leute vor den Unbilden der Natur sozusagen verhaftet in ihren kleinen Kemenaten und draußen war alles unwirklich. Unwirtlich und lebensfeindlich. Ja, und aus dieser Kälte in dieser Zeit, aus dieser Lebensfeindlichkeit, aus diesen dem Leben abgewandten Kräften entstanden Bräuche und alte Traditionen wie die Rauhnächte, wo das Ganze ins Positive umgedreht wurde von unseren Ahnen, wo man dann die Wiederkehr des Lichtes feierte. Es ist zwar noch dunkel da draußen, aber wir wissen, das Licht hat bereits gesiegt. Das Licht ist bereits wiedergeboren. Und nun verfolgen wir einen Trend, der in die richtige Richtung geht. Jeden Tag werden die Tage wieder länger. Ja, es ist der Tag nach der Geburt und wir können uns für uns selbst dann merken, jeder Weg beginnt mit den ersten Schritten. Die Reise in die Helligkeit hat begonnen. Der Sieg des Lichts steht fest
Und wir gehen Schritt für Schritt, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Und die Verbindung mit unserem geistigen Zuhause, dafür dienen jetzt diese Tage, bedeutet dann Heimkehr. Heimkehr zurück zu uns, Heimkehr in unsere Urgründe. Ja, das Tor des Ander der Anderswelten ist offen. Wie kommen wir an die ran? Eben über unsere Urgründe. So, dann haben wir ja immer unsere normalen Tätigkeiten. Da kommen wir jetzt gleich mal zu. Da hatten wir das Traum. Tagebuch, also Tagebuch solltet ihr eh führen mit den Besonderheiten von diesem Tag, um dann zu schauen, ob ihr im folgenden Jahr, folgendem Monat dann Dinge wiederfindet, die hier gespiegelt worden sind oder die hier die Tage ähneln einem Orakel, die Tage sind wie ein Orakel oder wie ein Kartenbild oder wie ein Blick ins Kristallglas. Oder eben wie Runensteine, sie bilden ab, das macht das ganze Universum andauernd, denn es ist ein holistisches Universum, da ist Magie drin und das machen wir uns in dieser Zeit zunutze. Nichts anderes ist es. Und der Weg in die Zukunftsschau, in den Schicksalsweg, führt eben über unser Inneres jetzt. Da eignet sich diese Zeit ganz besonders gut dafür. Okay. Ich hoffe, falls du etwas geträumt hast, du hast deine Träume in dein Tagebuch geschrieben. Die Besonderheiten des Tages solltest du auch aufschreiben. Das habe ich eben ja schon gesagt. Auf die Synchronizitäten solltest du achten. Dazu lese ich dir auch noch mal etwas vor, um dich da ein bisschen auch noch mal zu sensibilisieren drauf. Eine Geschichte dazu. Einer Frau fiel eines Nachts, als sie an ihren Freund dachte, ein Glas herunter und es zerbrach. Sie erschrak darüber, denn sie fühlte, dass diese Beziehung zerbrechen würde. Sie nutzte den Tag der unschuldigen Kinder, 28. Dezember ist der Kindertag, an dem durchherrschte und stellte sich ein Auseinandergehen in Frieden und ohne Schmerz vor. In dem darauffolgenden Jahr zerbrach die Beziehung tatsächlich. Doch war es weder schlimm noch schmerzhaft, denn die Frau hatte zuvor jemanden kennengelernt, mit dem sie sich wunderbar verstand und der sich nach einiger Zeit als der Mann fürs Leben entpuppte. Okay, ihr könnt sagen, das sind jetzt einfach alte Schauergeschichten, da ist nichts dran. Warum ich euch die Geschichte vorlese? Um euch zu sensibilisieren auf diese Zeit. Hier ist jetzt alles vernetzt, alles bedeutsam, alles interagiert miteinander. Und entscheidend dafür ist jetzt nicht, dass ihr wie einer, der sich verfolgt fühlt, zwanghaft auf etwas schaut, sondern dass ihr achtsam seid, sensibel seid, ein Ohr für die leisen Töne habt und die dann registriert. Darum geht's, ja? Und lieber etwas tumper sein als etwas zu auffällig oder zu wachsam. Ja? Also einfach schauen, was fällt mir auf? Huch, was ist besonders? Und das dann auch eintragen. Gut, da haben wir dieser, ihr solltet weiterhin immer ein Licht ins Fenster stellen. Damals auf den Bauernhöfen hat man das so gemacht, dass das die bösen Geister abschrecken sollte, die natürlich jetzt da draußen unterwegs sind, die Perchtenläufe, ja. Da ist so allerhand unterwegs, nicht nur Geister oder Kobolde, auch gute Wesen, Feen, Licht- und Dunkelwesen treiben sich da draußen rum. Und deswegen hat man das früher nicht nur so gemacht, dass man ein Licht, sondern an alle vier Ecken des Bauernhofes hat man Lichter angezündet. Und man hat den guten Kräften draußen auch immer etwas zu essen und zu trinken hingestellt. Wenn ihr das möchtet, dürft ihr das auch machen. Ja, ist einfach, was jetzt da als Altorakel daherkommt und als wahnsinniger Aberglaube, ist einfach ein Zollen von Respekt an die Natur. Ich möchte euch so ein bisschen rückverbinden mit den Dingen. Ja? Also was jetzt unsinnig erscheint, rational gesehen, ist natürlich auch ein Rückverbinden, ja? Mit alten Kräften. Ich mache das in meiner Imkerei so, dass ich sehr, sehr viel an dem Honig drin lasse. Das ist mein Tribut, meine Respekterweisung an das, dass ich überhaupt etwas nehmen darf. Und wir alle nehmen übers Jahr und haben auch das letzte Jahr eine ganze Menge genommen. Und dieses Schälchen,
symbolisiert einfach, dass wir an die Kräfte draußen auch glauben und Respekt zollen. Ja? Gut. So, und jetzt kommen wir jetzt mal ans Orakeln dran, da wartet ihr ja schon alle. Ihr dürft heute, wenn ihr das gestern noch nicht gemacht habt, unbedingt nochmal räuchern. Ja? Räuchern mit, ich nehme gerne Fichtenzweige, die sind immer da, die kannst du verbrennen. Ja, ist schon reinigend. Eine Mischung aus Fichtenzweigen, Fichtenharz und oder separat Salbei ist sehr gut. Salbei ist ein extremer Reiniger, erst recht weißer Salbei. Ja, den räuchern. Und viele schwören auch auf das Universalgenie Beifuß. Ja, Beifuß räuchern. Und ich würde euch bitten, ihr seid bestimmt viel, viel, viel professioneller als ich, dass ihr eure Mischungen jetzt im Laufe der Zeit unter das Forum gebt. Ja, auf was ihr schwört, wie ihr mischt, welche Besonderheiten ihr habt, dass da unten ein bisschen etwas entsteht im Forum drin. Ja, das wäre toll. Ich kann nur sagen, immer rechts herum räuchern. Ich gebe auch links schon mal darunter als Starthilfe, als Eingangshilfe. Und auch sich wirklich einen Plan machen durch das Haus, dass man im rechten Uhrzeigersinn immer rechts durch die Räume geht. Ja? Auch Schachtelprinzip, darauf achten. Ist nicht so ganz einfach, wie man denkt. Und an den Orten halt länger verweilen, an denen man bemerkt, oh, hier fühle ich jetzt etwas. Da muss man tief in sich gucken, in sein Gefühl gehen. So, haben wir das schon mal. Räuchern solltet ihr jetzt, wenn ihr es gestern noch nicht getan habt. Ich weiß, viele haben jetzt ja auch die geselligen Tage, dass man Leute trifft. Ja, wenn man jetzt noch nicht geräuchert hat, dann kann man es auch morgen noch tun. Es läuft nicht weg. Man kann auch jeden Tag räuchern, wobei dieses Reinigungsräuchern sind schon besondere Aspekte. Ja? Gut. So, und bitte unter das Forum schreiben. Ihr seid da tausendmal besser als ich, was die Details angeht. Ich stelle nur vor. Und dann, ganz wichtig, da findet ihr die Links auch darunter jetzt unter dem Forum, zieht eine Tageskarte. Die Tageskarte könnt ihr dann demjenigen Monat zuordnen. Also heute der Februar. Ja? Und wer es etwas genauer will, der kann auch immer drei Karten ziehen auf eine spezielle Frage hin. Ich stelle das gleich bei den Runen vor. Die stellen wir nämlich auch noch vor. Das eine ist die Vergangenheit. Die mittlere Karte ist dann immer die Gegenwart, das was ist, dann. Und die dritte Karte ist dann immer die Lösungsmöglichkeit oder die Zukunft. Darüber kann man meditieren bzw. sinnieren und die Gedanken darüber in das Tagebuch aufschreiben. Das bedeutet, schreiben, aufschreiben, notieren, was man gezogen hat an Karten und danach das eigene Fazit drunter schreiben, die Deutung, was man sich dazu gedacht hat. Okay. Falls ihr keine Kartensetzpassende zu Hause habt, habe ich mir überlegt, das ist wirklich ein Notbehelf, aber hier sind zwei Sachen unten im Forum drunter gesetzt, da könnt ihr auch online eine Tageskarte ziehen, ja? Okay, und es hängt ganz von euch ab, ob ihr jetzt nur sagt, für heute ziehe ich eine Tageskarte, dass ich da in mich gehe oder eben, dass ich da in die Zukunft gehe. Auch da bitte ich euch, dass wir das aufbauen können, dass ihr eure Ergebnisse, eure Dinge für die Leute drunter schreibt, was ihr da an Techniken habt oder an Sachen, die ihr herausgefunden habt, ja? Oder mit welchem Kartendeck ihr arbeitet. Das Tarot-Kartendeck eignet sich, das Lenormand-Kartendeck eignet sich, das Kipper-Kartendeck, ich persönlich mag ja immer dieses Belle Epoque-Kartendeck sehr, sehr gerne. Ihr könnt auch mit einem ganz normalen Skat-Deck arbeiten, geht. Ja? Wichtig ist, dass ihr euch gemütlich macht, in eure Ecke geht, in tiefer Ruhe langsam reinkommt und eine Frage formuliert, die aufschreibt und dann die Karten legt. Ja? Dasselbe passiert genau so mit den Runensteinen. Gehen wir da jetzt schon mal rein. Ich stelle erstmal vor, ihr müsst das heute nicht alles machen. Ja? Ich stelle erstmal vor, weil wir haben einen gewissen Druck, weil wir am Anfang ziemlich sind. Ja? Runensteine, ihr braucht 24 Runensteine. Und bemalt die Kiesel, flache Flusskiesel sind am besten. Und da ist genau dasselbe. Ihr könnt dann einen Runenstein ziehen, schauen, was er bedeutet, ordnet dem eurer Frage zu.
Im Zweifel, ich gehe da jetzt immer davon aus, ist es immer der Monat, nach dem wir fragen, der Februar. Dann schreibt dir das auf. Genauso geht es bei den Runensteinen auch mit Dreierziehung, dass ihr drei Runensteine in Bedächtigkeit zieht und die sind dann eben auch zugeordnet dem, was war, der Gegenwart oder wie man handeln kann und dem, was dann folgt oder kommt. So. Gut. Dann würde ich fast sagen, wir lassen das weg. Hab hier noch eine Zettelsache, die können wir auf die Tage verteilen. Ja, es gibt noch so ein paar Orakeltechniken mit Zetteln. Das machen wir dann die nächsten Tage. Falls du es möchtest, kannst du es auch jetzt schon machen, dass du Nummer 1 Sachen des alten Jahres, die dich vielleicht bedrückt haben, die dich bewegt haben, die ungünstig waren, auf diese Zettel schreibst und die Zettel faltest. Ja? Und diese Zettel nachher in einer Schale, am besten mit Sand gefüllt, geht auch ohne. Die verbrennst. Bitte nicht in der Wohnung, gehen die Rauchmelder an. Du kannst diese Zettel dann verbrennen, schaust den Flammen dabei zu und gießt die Asche dieser verbrannten Dinge. Das ist ein Transformationsprozess. Auch da haben wir es mit einem ein Entledigungsprozess zu tun. Gießt diese Asche dann übers Wasser hinfort. Das ist das Gegenelement zum Feuer. Auch darin ist nochmal eine Transformation. Oder gibst sie eben in die Luft heraus, diese Asche. Ja. Was steckt dahinter? Die durch deine Gedanken im letzten Jahr materialisierten Sorgen, Ängste, Nöte schreibst du aus dir heraus. Du hast sie auch eingefangen. Du schreibst sie aus dir heraus. Ich will auf die Energetik eingehen. Die Magie sichtbar machen, du schreibst die heraus, du faltest sie, du materialisierst sie in dem Moment. Das Feuer transformiert sie zurück in den energetischen Bereich und in dem Fall sogar das Wasser transformiert die Restmateriebestandteile dann auch nochmal, zerstört selbst die Asche davon. Und den Rest hast du entlassen zurück in die Geisterwelt. Ja? Das ist dann also ein Loslassprozess zum letzten Jahr. Wenn du magst, also schreib deine Sorgen, Ängste, Nöte auf, alles, was dich belastet hat, und verbrenne es, wie ich es vorgestellt habe. Da haben wir das schon mal. Du siehst eine ganze Menge. Du musst das alles nicht machen. Also jetzt auch diesen Loslassprozess, den kannst du super bis zum 31. Dezember machen. Dann schreibst du es dir jetzt raus und dann weißt du es schon. Okay? Gut. Okay. Im Haus, wir haben draußen jetzt wer merkt es nicht, eine sehr reizarme, eine sehr karge Zeit. Da beginnst du jetzt extrem mit Düften zu arbeiten. Ja? Du hast nicht nur die Räucherkerze, du hast vielleicht auch Räucherstäbchen oder einen Verdampfer. Oder es gehen auch schon alleine Orangenschalen, die du hebst und auf die Heizung legst. Auch das, oder Zitronenschalen, leg die auf die Heizung. Also die Kirche macht genau das auch. In der Kirche selbst wird dann mit Duftstoffen und sowas gearbeitet. Ja? Oder die Plätzchenbäckerei der Weihnachtszeit, das sind die Genüsse. Ja? Da wird eben mit anderen Reizen gearbeitet. Und das machen wir uns auch zunutze. Einfach, um jetzt hier eine Atmosphäre herzustellen. Du hast das Licht am Fenster, du arbeitest mit Gerüchen, du gehst in dich herein, du hast deinen Altar. Auch dort kannst du nochmal Dinge absetzen, abstellen. Dort kannst du dich dann niedersetzen, wenn das hoffentlich dein Wohlfühleck ist, um zu arbeiten. Okay. Gut. Und generell gilt, sei ein Höhlenbär, lasse die Welt Welt sein. Dafür haben wir ja so viel eingekauft schon und so, ne? Ziehe dich in dich zurück. Natürlich, du hast vielleicht Feste oder triffst Leute. Dann guckst du, dass du die Feiertage nachklingen lässt. Ja. Okay, und das haben wir gesagt, gib den Kobolden, Feen, Geistwesen ein Schälchen Milch, Brot als Zeichen deiner Wertschätzung und Respekts. Schau, wird es gegessen? Vielleicht ist ein Mäuschen zur Fee geworden, kann ja auch sein. Okay, ja, so etwas wie eine Tagesqualität noch. Schau, dass du trotz dieser Feiern, die anstehen, dann vielleicht danach,
nochmal eine, ich denke, das ist rausgekommen, bewusste Verbindung mit deinem Inneren suchst, sei offen für Symbolik und Synchronizitäten, haben wir gesagt, überall, auch bei den Feiern und im Umgang mit den Menschen. Ironischerweise, und das kommt nicht von mir, sondern von einem Buch, wo ich jetzt nicht dran komme, ist das Tagestier heute die Gans. Okay, die Gans. Also im Anbetracht der Festgelage, die Gans als Tagessymboltier, ja, kann man vielleicht dann auch drüber nachdenken. Aber es gibt ja auch eine ganze Menge Wildgänse, nicht nur Festtagsgänse, es gibt ja auch Wildgänse, die fortgeflogen sind. Das bedeutet, die Gans kann für dich auch ein Element von Leichtigkeit oder Freude verkörpern. Gut, in die Energie möchte ich selbst jetzt aber erst einmal nicht so hereingehen. Ich stelle euch da Inhalte aus Büchern vor, die widersprechen sich zum Teil auch. Ich möchte insofern schon federführen hier noch, ne? Also ich bin mehr auf Wurzel und auf Rückschau und erst einmal reinigen, bevor wir uns dem Neuen zuwenden. Da ist eine gewisse Systematik drin. Ich wollte dir dieses Tier aber vorstellen. Gut. Die Fragen für heute, die kriegst du auch immer mit, Tag für Tag. Fragen oder Dinge, mit denen du dich beschäftigen kannst oder darfst, die kannst du auch in dein Buch reintun, die fließen vielleicht in deine Zettel ein, die fließen vielleicht ins Räuschern ein, da bist du frei. Ich rege hier nur noch an. Was ist meine Basis oder meine Grundlage? Was gibt mir Sicherheit? Wofür kann ich Dankbarkeit empfinden? Wäre dein Leben ein Theaterstück? Welche Bedeutung, welche Rolle hätte es oder welche Rolle haben oder hatten die Menschen in deinem Leben und in deinem jetzigen Umfeld für dich? Stell dir vor, dein Leben wäre ein Theaterstück. Welche Rolle, welchen Symbolgehalt, welche Bedeutung, welche Position nehmen Menschen, Gegenstände, Umstände ein? Und schreib das auf. Weiterhin als Thema wäre dann die Führung, Ehre, bedenke deine Wurzeln. Okay, dann kommen wir wieder, bevor du erschrickst, zum Segen am Ende. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen, möge der Wind dir den Rücken stärken, möge die Sonne dein Gesicht erhellen und der Regen um dich her die Felder tränken. Und bis wir beide, du und ich, uns sehen, möge Gott dich schützend in seiner Hand halten. Gott möge bei dir auf deinem Kissen ruhen, deine Wege mögen dich aufwärts führen, freundliches Wetter begleite deinen Schritt. Und mögest du längst im Himmel sein, wenn der Teufel bemerkt, dass du nicht mehr da bist. Es war ein irischer Segen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Tag. Wir sehen uns morgen wieder.